Gewitter im Mai. Ein Film von Xaver Schwarzenberger nach dem Roman von Ludwig Ganghofer. Regina! Ganghofers Welt sind die bayerischen Berge und ihre Menschen. Seine Helden leben in und mit der Natur, deren Teil sie sind. Jetzt, der Leopold. Ja? Jetzt sind wir beieinander. Bist der rechte Weiberheld, ha? Weißt du, was man meistens im Hals raushängt? Das sind die zweisprachigen Weiber. Die, was Englisch kennen und Italienisch, aber von beiden nur ein einziges Wort. Tricki, tracki und dollari, dollari. Und wenn's mich nimmer magst, dann ist besser, sagst es gleich. Geh, Domini. Was redst du? Ich finde doch gut, das weißt du doch. Er errette die Seele vom Schmied Domini und befreie sie aus den Klauen des Satans. Wir bitten dich, erhöre uns. Ganghofers Bücher haben eine Auflage von über 30 Millionen. Damit ist er der erfolgreichste Volksschriftsteller deutscher Sprache. Wenn's der Weiberts brauchst, nachher wissert ihr ja eine. Was für eine? Die oder die? Na ja, dann schickst du es halt einmal vorbei, gell, dass ich es ausprobieren kann. Und? Hast Schein im Auge? Dir kann ich es ja sagen. Aber Polz, bitte für die. Sie ist nämlich eine von da. Eine hiesige! Du kennst das bestimmt. Die Weber-Regina ist. No, got the Regisseur Xaver Schwarzenberger hat mit den Otto-Filmen bewiesen, dass er ein Millionenpublikum begeistern kann. Gewitter im Mai ist sein neuester Film. Demnächst in diesem Kino.